Nach der Abfahrt von der wundervollen Insel Sao Tome sind nun stolze 2700 Kilometer entlang der afrikanischen Küste in südöstlicher Richtung zurückzulegen. Nach dem Überschreiten der Grenze zwischen Angola und Namibia treffen wir auf den von der Antarktis kommenden kalten Benguela-Strom, was nicht nur niedrigere Temperaturen, sondern auch immer wieder Küstennebel und unberechenbare Strömungen zur Folge hat, die in der Vergangenheit vielen Schiffen zum Verhängnis wurden und zu dem treffenden Namen Skelettküste führten. Nach 3 Seetagen haben wir schließlich den Hafen von Walvis Bay in Namibia erreicht, wo wir für 2 weitere Tage vor Anker liegen. Viele deutsche Siedler ließen sich in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika nieder, was sowohl aus dem unafrikanisch aufgeräumten Straßenbild als auch aus der Begrüßung durch unseren Tourguide erkennbar wird. Schönen guten Tag, willkommen bei mir im Auto, Firma Mola Mola, wir fahren Sandwich Harbour. Ich heiße Eckehard und bin heute Ihr Tourguide. Wie Eckehard schon erwähnt hat, ist unser heutiges Ziel das ca. 50 Kilometer südlich von Walvis Bay inmitten der Dünen des Namik Naukluft Parks gelegene und nur per Allradfahrzeug erreichbare Gebiet um Sandwich Harbour. Zunächst führt uns die Fahrt durch die weitläufigen Salinengebiete im Süden der Stadt, wo jährlich 400.000 Tonnen hochwertiges Salz gewonnen wird. Im weiteren Verlauf folgt eine zunächst nur leicht wellige, jedoch durchgehend attraktive Dünenlandschaft. Rechtzeitig vor Erreichen der größeren Dünen muss der Luftdruck reduziert werden, um für die Fahrt durch die tiefsandigen Areale bestens gerüstet zu sein. Die Tatsache, dass wir uns inmitten der Namib-Wüste eigentlich im weitläufigen Deltagebiet des über 500 Kilometer langen Kuiseb River befinden, wird nur an den gelegentlich an die Oberfläche gelangenden Grundwasservorkommen erkennbar, die für die Tier- und Pflanzenwelt äußerst wichtig sind. Nachdem wir das nur mit Genehmigung befahrbare Nationalparkgebiet erreicht haben, geht es zunächst dicht an der von vielen Seevögeln belebten Küste entlang. Allmählich werden die orangegelb leuchtenden Dünen immer höher und rücken zunehmend an den Küstenstreifen heran. Um die beste Aussicht auf unser Zielgebiet Sandwich Harbour genießen zu können, geht es nun in einer temporeichen Kurvenfahrt mitten in das Gebiet der hohen Dünen hinein. Für einen optimalen Ausblick auf Meer und Dünen ist schließlich nur noch ein kurzer Anstieg erforderlich. Der ehemalige, im 15. Jahrhundert von portugiesischen Seefahrern gegründete Hafen Sandwich Harbour ist heute eine weitgehend versandete Lagune.
Am Fuße der Dünen hat unser Guide ein unter den vorherrschenden Bedingungen bewundernswert perfektes Mittagspicknick vorbereitet. Die Feuchtgebiete der Lagune sind ein perfektes Areal für Vögel und Pflanzen wie Seespargel oder die nur hier beheimatete Nara-Melone. Diese Früchte, das ist eine Melone, gehört aber in die Familie der Gurken, also enthält relativ viel Wasser. Die Topenas, die hier gelebt haben, die machen dasselbe. Wenn die gelb ist, schneiden sie die auf, trocknen das Fleisch, das Fruchtfleisch, essen das. Kerne sind ausgesprochen gesund und wird heute sehr viel Kosmetik draus gemacht. Man exportiert das heute sogar nach Europa für Kosmetik. Nach einer kurzen Fahrstrecke zurück an der Küste entlang beginnt nun eine tempo- und spaßreiche Achterbahnfahrt durch die beeindruckende Dünenlandschaft. Zur zwischenzeitlichen Erholung werden immer wieder Pausen an aussichtsreichen Stellen eingelegt. Auch hier tritt in den Senken immer wieder das Grundwasser zutage, bildet die Lebensgrundlage für Pflanzen und Wüstenbewohner wie Springböcke oder Oryx-Antilopen. Nachdem wir die atemberaubende Dünenlandschaft verlassen haben, geht es am Meer entlang zurück nach Walvis Bay, wo in den flachen Gewässern der geschützten Lagune tausende von Flamingos die für sie absolut idealen Lebensbedingungen nutzen. Durch die gepflegten Straßen der Stadt geht es anschließend zum Hafen zurück.